zurück zum zweiten Teil der Vorlesung. Im ersten Teil haben wir kennengelernt, aus was eigentlich unser Körper besteht. Nämlich die Proteine, die ein Zusammenschluss von Aminosäuren sind. Und wir haben kennengelernt, wie der Bauplan von diesen Proteinen in unserer genetischen Information in der DNA kodiert ist. Und wie diese DNA, wie diese Information aus dem Zellkern durch die RNA in das Zelläußere transportiert wird. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen anschauen, warum diese Information eigentlich für unser Erleben und Verhalten wichtig ist. Ein erster Punkt dazu, den Sie vermutlich schon kennen, ist die sogenannte klassische Genetik. Die klassische Genetik, unsere Vererbungslehre, beschreibt, wie unser Aussehen, unser Phänotyp, unsere äußere Erscheinung durch unseren Genotyp, unsere genetische Ausstattung definiert wird. Unsere Gene, die liegen ja paarig angeordnet in Chromosomen vor. Wir haben also für jedes, also wir haben zwei Paare, wir haben also zwei mögliche Formen eines Gens in einem Chromosom, die sogenannten Allele. Und diese Allele auf diesen unterschiedlichen Chromosomen, die haben jetzt unterschiedliche Eigenschaften. Die können entweder identisch sein, das heißt, wir sind hier homozygot, also haben wir auf beiden Chromosomenbereichen die gleiche Information, oder sie können heterozygot sein, also unterschiedlich. Und wenn sie heterozygot sind, dann können sie unterschiedliche Eigenschaften haben. Sie können nämlich entweder dominant, rezessiv, intermediär oder kodominant sein. Das bedeutet, dominant heißt, ein Allel, also eine Variante dieses Gens, setzt sich bei der Expression dieses Gens durch. Rezessiv heißt genau das Gegenteil, ein Allel tritt zurück. Intermediär, das bedeutet, dass beide Allele sich gemeinsam durchsetzen. Und kodominant heißt auch, dass beide sich gemeinsam durchsetzen, sich hier aber Parallelformen bilden. Diese klassische Genetik, die geht ja unter anderem zurück auf den Herrn Mendel, der das Ganze bei Erbsenblüten untersucht hat. Und hier eben so ein ganz klassisches Beispiel ist, wir haben weiße und rote Blüten und wir können uns anschauen, wenn ich diese weißen und roten Blüten, wenn ich diese Pflanzen miteinander kreuze, kombiniere, welche Kombinationen finden sich dann in den nachkommenden Generationen dieser Blüten. Wenn wir also annehmen, dass wir hier ein dominantes Allel haben, beispielsweise für die Farbe Rot, dann wird sich immer dann, wenn wir dieses Allel Rot haben, tatsächlich die Farbe Rot bei dieser Nachfolgegeneration ausprägen. Bei einer Intermediärform würde sich Rot und Weiß kombinieren, hier hätten wir also eine rosane Pflanze, bei einer kodominanten Form hätten wir eine rot-weiß gepunktete oder teilweise rot, teilweise weiße Blüte in der nächsten Generation. Diese klassische Genetik, die beschreibt auch beispielsweise die Farbenblindheit, also beschreibt auch beim Menschen ganz bestimmte Ausprägungen von einem Phänotyp. Die Farbenblindheit, das ist eine gonosomal rezessiv vererbte Erkrankung. Das heißt, gonosomal wird hier auf den X- und Y-Chromosomen vererbt. Und es ist ein rezessives Merkmal, also ein Merkmal, das zurücktritt, also eher selten auftritt. Diese Farbenblindheit wird definiert durch ein Gen für Opsin. Opsin, das ist der Farbstoff in unseren Sehsinneszellen. Das werden wir genauer kennenlernen in der Sitzung, wenn wir uns mit dem visuellen System beschäftigen. Dieses Gen für Opsin, das sitzt auf dem X-Chromosom. Das heißt, bei zwei X-Chromosomen, also bei weiblichen Personen, können wir also dieses rezessive Gen auf dem X-Chromosom durch ein dominantes Gen auf dem X-Chromosom ausgleichen. Da tritt diese Farbenblindheit also nicht auf, ist ein rezessives Gen. Bei Männern mit einer XY-Chromosomensatz, da haben wir nur eine Form von diesem Gen, nämlich auf dem X-Chromosom. Und das führt dazu, dass diese Information nicht
durch ein zweites Allel ausgeglichen werden kann. Also dieses rezessive Gen tritt also hier bei Männern. Das Interessante dabei ist eben, dass die Information hier durch die Mutter vererbt wird, aber nur bei männlichen Nachkommen auftritt. Wir haben also hier eine Trägermutter und diese Trägermutter kann dieses Gen, dieses rezessive Gen, das hier für diese Farbenblindheit verantwortlich ist, weitergeben und kann eben hier, wenn sie das an einen männlichen Nachkommen weitergibt, dann kann diese Information hier nicht durch ein zweites X-Chromosom ausgeglichen werden. Es kommt hier also bei diesem männlichen Nachkommen zur Farbenblindheit. Diesen Zusammenhang zwischen genetischer Information und dem Phänotyp, den kann man durch sogenannte Markerstudien herausfinden. Da wird eben angeschaut, welche phänotypischen Merkmale hängen zusammen mit ganz bestimmten Veränderungen in Genmutationen oder ganz bestimmten Veränderungen auf dem Genom zusammen. Unsere Gene steuern nicht nur unser Aussehen, unser Phänotyp, sondern die steuern auch unser Verhalten. Das kann man hier beispielsweise sehr schön an Fruchtfliegenlarven sehen. Fruchtfliegen hatten wir schon kennengelernt in diesem Video mit dieser Zellteilung. Hier schauen wir uns also wiederum Fruchtfliegen an. Und diese Fruchtfliegen, die können in zwei Varianten auftreten. Wir haben entweder Sitzfruchtfliegen oder wir haben Lauffruchtfliegen. Die Sitz-Sitter-Fruchtfliegen, die haben die Eigenschaft, die bleiben gerne auf einem ganz bestimmten Fleck mit einem Nahrungsmittel sitzen. Also wenn wir so eine Petrischale hier rund angedeutet nehmen, in der ich eine Trägersubstanz Agar und ein Hefepilz setze und ich setze meine Fruchtfliegenlarven hier in diese Petrischale, dann bleiben die auf diesem Hefefleck sitzen. Demgegenüber haben wir die Läufer, die sogenannten Rover. Wenn ich die jetzt hier reinsetze, die laufen fröhlich durch die Gegend, die bleiben also nicht hier auf meinem Hefefleck sitzen. Ich kann mir also anschauen, wie ist der mittlere Bewegungspfad von unseren Sitzer und unseren Rover Fruchtfliegenlarven. Und ich kann dann eben, wenn ich mir das über eine ganz große Anzahl anschaue, kann ich ein Histogramm auftragen und sehe eben die mittlere Pfadlänge, also den Weg, den diese unterschiedlichen Larven zurücklegen. Das Interessante dabei ist jetzt, dass diese Eigenschaft, bin ich eine Sitzlarve oder bin ich eine Lauflarve, wird definiert durch ein einzelnes Gen, das sogenannte FOR-Gen. Und dieses FOR-Gen, das definiert die Ausprägung eines einzelnen, einer einzelnen Kinase. Also, wir haben hier ein Mapping, eine Zuordnung von diesem FOR-Gen, du auf ein einzelnes Protein, auf eine einzelne Kinase. Und diese einzelne Kinase steuert die Aktivität von diesen Larven. Und diese Ausprägungswahrscheinlichkeit oder dieses Gen steuert jetzt eben, wie aktiv diese ganz bestimmte Kinase in diesen Larven ist. Also hat das einen ganz starken Einfluss auf das Verhalten tatsächlich. Wir können diesen Zusammenhang zwischen genetischer Information und Phänotyp und Verhalten eben durch Markerstudien untersuchen. Dabei können wir uns entweder anschauen, wie wir es eben bei der Fruchtfliege gemacht haben, wir schauen uns an, welche Genveränderungen hängen mit einem ganz bestimmten Verhalten zusammen. Also ich schaue mir an, wie verhalten sich ganz bestimmte Individuen und schaue dann, welche genetischen Eigenschaften differenzieren zwischen diesen beiden Gruppen. Das gleiche mache ich bei sogenannten Linkage-Studien. Bei diesen Linkage-Studien schaue ich mir eben an, die DNA, die mit einer ganz bestimmten Erkrankung, einem ganz bestimmten Phänomen eben zusammenhänge und vergleiche diese DNA dann mit der genetischen Information eines Individuums, dass das Verhalten oder diese Erkrankung nicht zeigt. Das war ein ganz großes Thema in den 90ern und 2000ern, wo man eben heranging und tatsächlich die DNA-Information
entschlüsseln konnte. Da wurden extrem viele Links zu Erkrankungen gefunden und auch sehr komplexe Links, wo man gesagt hat, okay, ganz bestimmte Erkrankungen hängen mit einer ganz bestimmten Kombination von genetischen Informationen zusammen. Wir hatten am Anfang dieses Stichwort der Konkordanz kennengelernt. Im Kontext von dieser Konkordanzforschung hat man eben geschaut, okay, beispielsweise bei unseren monozygotischen Schizophrenie-Patienten, die eine 50-prozentige geteilte genetische Information haben, konnte man eben dann vergleichen zwischen monozygotischen Zwillingen, bei denen die Schizophrenie auftrat bei beiden, oder Zwillingen, wo die Schizophrenie nur bei einem auftrat und beim anderen nicht, konnte man eben dann eben schauen, welche Gene korrelieren hier mit dem Auftreten einer ganz bestimmten Erkrankung. Das Ganze hat aber ein ganz großes Problem. Wir vergleichen hier immer unglaublich große Datensätze miteinander. Also wir brauchen sehr, sehr viele Probanden, Fruchtfliegen, Schizophreniepatienten, Menschen. Und wir schauen uns eine ganz, ganz große Anzahl von genetischen Orten an. Wir schauen das ganze Genom durch. Und das haben Sie jetzt vermutlich schon in Statistik kennengelernt. Wenn wir ganz viele statistische Vergleiche berechnen, dann haben wir ein sogenanntes Multiple-Vergleiche-Problem. Ich muss also für diese ganz große Anzahl von Vergleichen korrigieren. Und das hat dazu zur sogenannten Replikationskrise geführt, wo sich gezeigt hat, Moment mal, wir können ganz viele von diesen Ergebnissen eigentlich gar nicht replizieren. Die sind statistisch nicht wirklich bedeutsam. Und so ist ein bisschen eine Ernüchterung in dieses Thema eingetreten. Und das ist ein Thema, das werden Sie vermutlich in der Vorlesung Klinische Psychologie noch genauer kennenlernen. Also welche Informationen, welchen Zusammenhang zwischen Genetik und psychischen Erkrankungen wir tatsächlich sicher annehmen können. Eine andere Art und Weise, wie wir hier untersuchen können, welchen Einfluss diese genetische Information auf unser Verhalten hat, ist mit sogenannten Vektoren. Wir schleusen also fremde DNA in Zellen ein und schauen dann an, oder wir verändern die DNA und schauen an, wenn ich die DNA verändere, wenn ich hier neue Informationen hinzufüge, wie verändert sich das Verhalten? Ich kann also beispielsweise ganz bestimmte Linien von Versuchstieren züchten. Das macht man mit den sogenannten Knockout-Tieren. Knockout-Tiere, das sind Tiermodelle, also beispielsweise Mäuse oder Ratten, die eine ganz bestimmte Erkrankung zeigen. Da werden wir im Seminar schon drüber gesprochen, diejenigen, die im Seminar waren oder noch ins Seminar kommen, da haben wir im Kontext der Demyelinisierung von Nervenzellen, also im Abbau der Myelinscheide um Nervenzellen drumherum, die sogenannten Shiverer-Mutant-Mäuse kennengelernt. Das sind Mäuse, bei denen baut sich ein ganz bestimmter Bauteil um Nervenzellen, die Isolierung um Nervenzellen ab. Und hier kann ich ganz gezielt diese Tiere weiterzüchten, um dann zu schauen, welche genetischen Veränderungen finden sich bei dieser Zuchtlinie. Ich kann also ein ganz bestimmtes Merkmal replizieren, um zu schauen, wie stabil und mit was hängt eigentlich dieses Merkmal zusammen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich eben selektiv Informationen zu meiner DNA hinzufügen kann oder herausschneiden kann. Und dazu gab es in den letzten Jahren eine ganz spannende, ganz neue Methode, die sogenannte CRISPR-Cas9-Methode. Mit dieser CRISPR-Cas9-Methode ist es mittlerweile möglich, ganz selektiv Informationen aus dem DNA-Strang heraus zu manipulieren. Das ist im Grunde ein Werkzeug, das funktioniert ganz, ganz ähnlich wie die Transkription von DNA in RNA. Sie erinnern sich, auch hier für die Transkription von DNA in RNA muss ich zuerst meinen DNA-Strang aufteilen. Genau das Gleiche mache ich bei dieser CRISPR-Cas9-Methode. Hier wird der DNA-Strang aufgeteilt und dann wird er jetzt hier nicht ausgelesen wie bei der RNA, sondern ich kann hier im Labor ganz, ganz gezielt eine ganz bestimmte Abfolge von Basen herstellen und kann diese Abfolge von Basen jetzt in diese DNA einbauen. Kann also hier meinen DNA-Strang ganz selektiv, ganz gezielt verändern. Und damit kann ich eben hier ganz bewusst, ganz gezielt schauen, welchen Einfluss hat denn eine ganz bestimmte Kombination von Basen, die ein ganz bestimmtes Gen
kodiert für unser Verhalten. Ich kann also hier ein ganz bestimmtes Gen hier wirklich einbauen, um zu schauen, okay, wie verändert sich damit mein Verhalten und meine Wahrnehmung. Ganz wichtig für uns als Psychologen ist aber auch die sogenannte Epigenetik. Mit der Epigenetik schauen wir uns an, wie beeinflussen eigentlich Erfahrungen und Umwelteinflüsse unser Aussehen, Wahrnehmung und Denken und welchen Einfluss haben diese Prozesse auf die Genexpression. Die Annahme dabei ist, dass wir zuerst sogenannte pluripotente Zellen haben. Also Zellen, die sich in ganz unterschiedliche Art und Weise weiterentwickeln können. Und diese Weiterentwicklung dieser Zellen wird beeinflusst durch genetische Informationen, aber das erfolgt nicht immer nach den gleichen Schritten, sondern ich kann hier zu ganz bestimmten Zeiten Einfluss auf diese zelluläre Entwicklung nehmen. Wir haben hier also eine Kombination aus Genotyp, der Information aus der DNA und epigenetischen Einflüssen, also unserer Umwelt, unseren Lernprozessen, unseren Erfahrungen, die sich dann in unserem Phänotyp, also unserem Aussehen, unserem Verhalten, unserem Denken und Handeln, unserer Wahrnehmung niederschlagen. Epigenetik beschreibt also die Betrachtung über die Genetik, also Wissen über die Genetik. Wir schauen also an, welche Prozesse beeinflussen die Ausprägung, die Expression ganz bestimmter genetischer Merkmale. Wir untersuchen hier also Veränderungen in der Chromatinstruktur. Sie erinnern sich, Chromatin, wir haben unseren DNA-Strang und dieser DNA-Strang ist dreidimensional in diese Doppelhelix gefaltet und ist dann um diese Histonproteine drumherum gewickelt. Er hat also so eine ganz bestimmte kompakte Struktur und in dieser Epigenetik schauen wir uns an, wann kommt es hier zu einer Veränderung in dieser Struktur. Eine ganz zentrale Frage dabei ist nämlich, wie zugänglich ist unsere DNA? Sie erinnern sich, wir hatten am Anfang kennengelernt die Übersetzung von DNA in RNA und von dieser Übersetzung von DNA in RNA muss ich meinen DNA-Strang aufteilen. Und dieses Aufteilen von diesem DNA-Strang, das funktioniert nicht immer gleich gut, sondern hier ist eine zentrale Frage, lässt sich dieser DNA-Strang überhaupt aufteilen? Ist er also zugänglich? Das heißt, wenn dieser DNA-Strang zugänglich ist, dann ist er offen, dann kommt es also hier zu einer erhöhten Genexpression, ist also leichter, diese Information aus der DNA in die RNA zu übersetzen. Wenn dieser DNA-Strang nicht zugänglich ist, dann ist er geschlossen. Hier kommt es also zu einer reduzierten Genexpression. Hier wird also dieses Gen weniger stark ausgeprägt, also hier weniger stark in ein Protein übersetzt. Kann also weniger Wirkung ausüben. Und dabei gibt es zwei Hauptmechanismen. Das eine sind Veränderungen an der DNA selbst, die sogenannte Methylisierung. Und das zweite sind Veränderungen an diesen Proteinen, an diesen Histonen, um die das Chromatin drumherum gewickelt ist. Diese Methylisierung beschreibt, ob die DNA zugänglich ist für die RNA. Also kann die RNA hier die DNA auslesen. Die Histone wiederum, das sind eben diese Proteine, um dieses Chromatin drumherum gewickelt ist. Und hier definieren eben, ist das Chromatin gerade eben zugänglich oder ist es eben sehr kompakt strukturiert. Ganz wichtig, das lässt sich, diese epigenetischen Untersuchungen, dazu muss man tatsächlich genetische Informationen vorliegen haben. Das geht also nur, wenn ich tatsächlich beispielsweise an eine Nervenzelle rankomme. Das kann ich also realistisch bei Tieren, also postmortem machen, bei Menschen auch postmortem, also dazu muss das Lebewesen tot sein. Oder interessanterweise, bei Menschen gibt es eine Möglichkeit, an Nervenzellen heranzukommen. Das werden wir in der Sitzung zum Riechen, zum olfaktorischen System kennenlernen. In unserer Nase unsere Riechsinneszellen. Das sind Nervenzellen,
die aus unserem Bulbus olfactorius, also unserem Riechkolben, in den Nasen, in unsere Nasenhülle hereinwachsen. Das sind tatsächlich Nervenzellen und hier kann ich tatsächlich genetische Informationen entnehmen. Aber das werden wir in der Sitzung zum olfaktorischen System, zum Riechen und Schmecken kennenlernen. Schauen wir uns jetzt aber zum Ende Beispiele an, wie tatsächlich Umwelteinflüsse unser Erleben und Verhalten beeinflussen. Ein Beispiel von einem Tiermodell, also von Ratten, ist, dass beispielsweise das Pflegeverhalten von Rattenmüttern beeinflusst, wie der Rattennachwuchs auf Stress reagiert. Wenn Rattenmütter ihren Nachwuchs stark pflegen, also starkes Pflegeverhalten zeigen, dann ist der Nachwuchs weniger ängstlich, zeigt weniger Stressreaktionen, ist also resistenter gegen den Stress. Wir finden hier also einen positiven Einfluss des Pflegeverhaltens der Mutter auf die Aktivität, die Reaktivität der sogenannten Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenachse. Diese Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenachse, das ist eine Achse, das ist ein Steuerungsmechanismus in unserem sympathischen und parasympathischen Nervensystem, den wir in der Sitzung zu den Hormonen noch genauer anschauen werden. Also wir haben hier Drüsen, die ganz bestimmte Botenstoffe ausschütten, die dann eben beeinflussen, wie ganz bestimmte Stressreaktionen im Körper ablaufen. Und ein ganz wichtiger Prozess dabei sind sogenannte Glukokortikoidrezeptoren im Hippocampus. Hippocampus, das ist eine Struktur, eine relativ tief im Gehirn liegende Struktur, die wir jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder kennenlernen werden. Und dieser Hippocampus, der ist ganz zentral für beispielsweise Lern- und Gedächtnisprozesse. Und wir haben hier eben in diesem Hippocampus Glukokortikoidrezeptoren. Rezeptoren, das sind wieder eben unsere dreidimensional gefalteten Proteine. Sie erinnern sich an diese Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartär-Struktur von unseren Proteinen. Die bilden dann also sogenannte Rezeptoren, also Andockstellen für ganz bestimmte Übertragungsstoffe, nämlich hier Glukokortikoide. Und Glukokortikoide sind eben ganz bestimmte Informationsstoffe hier in unserem Nervensystem. Wir haben also hier im Hippocampus Rezeptoren für einen ganz bestimmten Botenstoff. Und die Ausprägung, wie viele von diesen Glukokortikoidrezeptoren ich habe, wird natürlich gesteuert über unsere genetische Information. Wir haben hier einen Zusammenhang, so einen relativ komplexen Zusammenhang aus 5-HT, das ist Serotonin. Serotonin, Neurotransmitter, werden wir in den nächsten Wochen noch kennenlernen. Und dieses Serotonin aktiviert eine Proteinkinase, CAMP, die dann eben PKA, Krebs, weitere Proteine im Zellinneren aktiviert. Wir haben so einen ganz komplexen Zusammenhang zwischen der Aktivierung von unterschiedlichen Botenstoffen, die dann eben dazu führen, dass im Zellinneren ganz bestimmte Gene aktiviert werden. Also durch einen Neurotransmitter, Serotonin, wird also eine intrazelluläre Signalkaskade angeregt, die dann zur Expression, zur Aktivierung eines genetischen Inhalts führt, der dann eben dazu führt, dass hier mehr oder weniger von diesen Glukokortikoidrezeptoren gebildet werden. Und ganz wichtig dabei ist eben, diese Genexpression von diesem Glukokortikoidrezeptor, die wird beeinflusst durch das Pflegeverhalten der Mutter. Also, wenn wir Ratten haben, die ein starkes Pflegeverhalten haben, dann führt das dazu, dass dieses Glukokortikoidrezeptor-Gen offener, zugänglicher ist. Wenn wir geringes Pflegeverhalten haben, dann ist dieses Glukokortikoidrezeptor-Gen weniger zugänglich. Also hier kann also über eine Vererbung nicht nur die Information, die reine DNA-Information weitergegeben werden, sondern auch, wie zugänglich, wie bereit zur Expression ein ganz bestimmtes Gen ist.
Einen ganz ähnlichen Prozess finden wir auch beim Menschen. Hier hat sich eben gezeigt, dass beispielsweise Misshandlungen in der Kindheit einen negativen Einfluss haben auf die Expression von diesem Glukokortikoid-Rezeptors. Des Gens, das für diesen Glukokortikoid-Rezeptor kodiert. Wir finden hier beispielsweise bei Suizidopfern, also Menschen, die Suizid begangen haben, einen Unterschied zwischen Menschen, die Suizid begangen haben und Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit haben und solchen, die keine Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit haben. Wir finden hier eine erhöhte Methylisierung in diesem Glukokortikoid-Rezeptor-Promoter-Gens, also in dem Genabschnitt, der für die Expression von diesem Glukokortikoid-Rezeptor-Gens zuständig ist. Also hier eine erhöhte Methylisierung bedeutet, dieser Abschnitt der DNA ist weniger zugänglich. Es können hier also weniger leicht oder weniger viele von diesen Glukokortikoid-Rezeptoren gebildet werden. Das Interessante dabei ist jetzt eben, dass nicht nur die reine DNA-Information von den Eltern auf die Kinder weitergegeben wird, sondern dass tatsächlich auch Lernerfahrungen, Lebenserfahrungen, Lernprozesse in der Entwicklung der Kinder beeinflussen, wie zugänglich hier diese genetische Information ist. Also beeinflussen hier, ob ein Gen ganz bestimmt, auf eine ganz bestimmte Weise exprimiert werden kann, steuern also hier, ob beispielsweise viele oder wenige Glukokortikoidrezeptoren exprimiert werden und damit auch, wie wir auf Stress oder Umwelteinflüsse reagieren. Kommen wir also jetzt zur Zusammenfassung der heutigen Vorlesung. Wir haben hier heute kennengelernt, wie unser Körper aufgebaut ist. Unser Körper ist aufgebaut aus Aminosäureketten, den sogenannten Proteinen. Und der Bauplan für diese Proteine, der liegt in der DNA. Unser genetischer Code ist also der Bauplan für unseren Körper. Die DNA definiert also, ist definiert durch Struktur und Funktion der Chromosomen. Die Chromosomen, die kombiniere ich und teile ich eben. Diese Information wird dann eben exprimiert, wird ausgelesen, um ganz bestimmte Proteine eben hier zu synthetisieren. Und dabei wird eben Information kopiert oder rekombiniert und hier in genetischen, in der Vererbung weitergegeben. Zusätzlich zu dieser reinen Vererbung, zur reinen Weitergabe von genetischen Informationen, haben wir noch die Epigenetik. Und die Epigenetik beschreibt eben, wie nicht nur die Information weitergegeben wird, sondern wie Umwelteinflüsse, Lernprozesse, Erfahrungen, die Expression, also die Zugänglichkeit, die das Auslesen von genetischer Information beeinflussen. Nächste Woche gehen wir einen Schritt weiter, sind wir nicht bei unserem Zellkern, bei unserer genetischen Information, sondern dann schauen wir uns an, woraus besteht eigentlich unser Nervensystem. Da schauen wir uns die ganzen Bausteine unseres Nervensystems an, angefangen eben bei unseren Neuronen, bei unseren Nervenzellen. Dann weiter schauen wir uns an, wie können wir die eigentlich einteilen. Und dann schauen wir uns noch an, was für Zellen gibt es sonst noch in unserem Nervensystem, die sogenannten Gliazellen. Damit danke ich Ihnen für heute, für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Sitzung wieder.